Oh, so, wir haben kurz nach 9. Heute Morgen ging schon wieder die Laberei los. Kurz nach 6. Wetter bewölkt, windig und heute halt frei. Ja, Liane immer noch verschwunden. Und mit Matthias gehe ich nachher mal hiken und zwar auf diesen Coco Head, diese ehemalige Bahnschiene. 2,6 Kilometer lang, 216 Meter Höhenverschiebung nach oben. 1,5 Stunden soll der durchschnittliche Hiker brauchen. Ja, Wetter bewölkt. Es gibt halt keinen Schatten da, von daher ist es natürlich gut, wenn es bewölkt bleiben würde. Aber die Aussicht von da oben ist ganz gut. Da fliege ich halt immer vorbei, von daher weiß ich ja nicht alles, was man da von oben sehen kann. Aber es ist halt ein cooler Hike und sportlich betätigen ist ja immer gut. So, ja, das ist der Plan nachher. Matthias zieht um in ein anderes Hotel. Aus welchen Gründen auch immer. Und das kann er erst um 1. Das heißt, um 1 Uhr geht es jetzt los. So, das ist der Plan. Vielleicht erstmal Kaffee, wahrscheinlich noch ein Video zusammen und dann vielleicht noch ein bisschen Poker oder so, keine Ahnung. So, wir sind unterwegs. Bisschen später weggekommen als gehofft und gedacht und geplant, aber ja, jetzt hole ich den Matthias ab in dem Hotel, wo der ist, und dann geht es weiter zum Coco Head, dem Krater, den wir hochkraxeln wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Durchschnittsdauer 1,5 Stunden. Schaffe ich nicht in 1,5 Stunden. Wir müssen ja wieder runter. Ja, und es ist auch nicht so schattig wie gedacht. Die Sonne ist draußen. Bin voll eingecremt. Schmier jetzt schon. Bin ich mal gespannt, ey. So, da sind wir am Fuße vom Coco Head. Da geht's hoch. Man sieht da schon eventuell im Hintergrund. Da hoch geht's. Sieht von hier unten gar nicht jetzt so schlimm aus. Keine Pause, 10 Minuten. Aber ich bin gerade mal hier 10 Meter gelaufen und irgendwie tun meine Beine schon weh. So, ich habe mal gefragt, so zwei Mädels, die brauchen hier nur 21 Minuten hoch. Und so schlimm sieht das auch gar nicht aus. Aber es geht. Die Luft bleibt halt einfach weg. Und es wird auch immer steiler. Von daher weiß ich auch nicht. So, der Matthias, der sprintet natürlich schon weg. Das ist schon genug, ne? Also 30 Meter geschafft seit dem letzten Videotag. Nee, es sind schon mehr. Ich würde ja am liebsten behaupten, wir sind halb oben, aber ist nicht. Man hat natürlich schon eine coole Aussicht. Und eigentlich habe ich schon genug. Aber müssen wir halt noch ein bisschen, ne? Boah, meine Luft, ey. Es wird ja auch voll dünn hier, die Luft. Ja, hier kann man sich was brechen, ey. Wenn man hier mal dazwischen greift mit den Gräten, dann kann das übel enden. So, hier hat gerade der steilere Teil begonnen, aber es wird noch steiler. Da ist so eine Schießanlage, da hat man auch eine Schießerei. Und da haben wir Hanama Bay und da haben wir Hawaii Kai. Und das da ist Makapu'u. Oh. Boah, ist auch super warm. Ohne Mütze ich kaputt gehen. Geh einfach. Boah. Jetzt, ich weiß jetzt gerade genau nicht mehr, warum ich das unbedingt jetzt machen musste. Ja, und runter soll es noch langsamer gehen als hoch. Oh Gott, Mann. Ich krieg kaum Luft, Mann. Schlimm. Nimmt kein Ende, Mann. Matthias ist irgendwie schon lange oben. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Oh, nee. Schwindelig ist mir jetzt. So, das war's. Da sind wir. Hier ist diese komische Plattform, ehemalige Station. Boah, krieg ich kaum Luft, Mann. Ah, trotz der Bäume hier hat man auf jeden Fall eine coole Aussicht. Da hinten Diamond Head Honolulu. Hier immer noch Hanama Bay und hier. Oh, Makapu'u und so weiter. Boah, ich muss jetzt mal wieder runterkommen, Mann. Unglaublich. So, das ist hier der höchste Punkt. Hier sitzen die Leute rum und genießen ihren Siegeszug. Jetzt auch erstmal.
Also ich bin fast wieder bei Atem, aber runter ist es halt noch ein bisschen schwieriger und dauert länger scheinbar. Das sagen die Leute, haben wir gerade gesagt. Matthias ist auch ganz stolz. Easy peasy. War keine Herausforderung. So, es geht wieder nach unten nach Verschnaufpause und mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Jetzt kommen mir natürlich gerade zwei Leute entgegen, ansonsten hätte ich noch eine schöne Aufnahme von oben gemacht. Hier sieht man, hier geht's runter. Ja, für manche Leute geht es halt einfach nicht ohne Musik irgendwie. Ne? Also runter geht es auf jeden Fall schneller. Ja, da kann ich einfach runterlatschen hier. Und das Einzige, was halt beansprucht wird, ist mehr oder weniger die Knie. Aber die halten durch bisher. Von daher geht ja nicht recht flott. Bin auf jeden Fall schneller unten, als das hier oben war. Die Luft bleibt auf jeden Fall beim Runterlaufen nicht so schnell weg. Nein, Mann, ist es nicht. So, genug. Guck mal, die Vögel hier wieder. Mit dem roten Kopf. So, ja, genug gehiked für heute. Und jetzt wollte ich dem Matthias eigentlich die schöne Aussicht auf die Rabbit Head und Shark's Fin Head zeigen. Und das Wasser ist heute gar nicht so schön, der Türkis. Die Sonne steht irgendwie komisch. Also morgens, da steht die Sonne im Hintergrund. Und dann ist das hier alles türkisblau. Aber heute leider nicht. So, wir sind hier beim Waimanalo Beach. Bin ich schon hunderte Male drüber geflogen, aber war noch nie hier. Und den checken wir jetzt mal aus. Die Strände sollen ziemlich weiß sein, das Wasser türkis. Die Sonne kommt natürlich von hinten hier, weil wir ja halt an der Ostseite sind. Aber das macht ja nichts. Ich muss mal die Füße ins Wasser halten nach dem Hike. Meine Beine immer noch leicht schwach, beziehungsweise, aber die zittern nicht mehr. So, da sind wir. Und das Wasser ist echt blau, türkis hier. Und der Strand ist wirklich weiß. Und von daher kann man es hier schon aushalten. Das ist auch nicht sonderlich voll. Matthias ist im Wasser. Also ich bin so runtergekühlt, da habe ich jetzt keine Lust. Extra Badehose anziehen und ja, Handtuch habe ich auch nicht mit. Bescheuert. Daher. Ja, wie lange wir hier bleiben und wo wir danach hingehen, da wissen wir auch noch nicht. Ist ja schon gleich 5 Uhr irgendwann. Und dann zu essen habe ich daraus auch noch genug. Da ist noch mehr als die Hälfte von meinem und Matthias Essen, das wir gestern da hier Korean Barbecue noch übrig. Ja, da brauche ich für die nächsten 2 Tage kein Essen. Mal sehen, was noch geht. Morgen geht der Matthias schnorcheln um 2 Uhr. Mal gucken, ob ich dann noch mit auf die Tour komme. Das ist so eine Wasserschildkröten-Schnorcheltour. Aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Das kann ich ja jederzeit irgendwann machen. Aber wäre natürlich cool, Matthias zusammen. Ah, es geht los. Ich weiß nicht, ob ich es gerade eingefangen habe, aber hier sind wir nochmal am Blowhole. Da waren wir das letzte Mal mit der Rundfahrtruppe. Und da kommt das normalerweise. Da, oh ja, das war. Oh, das ist richtig rot. Richtig. Nee, also ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Also das kann richtig hoch. Und ich gekommen gerade. Und das ist, ja, das ist, also Matthias, bitte. Was? Nichts Gutes. So, wir holen uns jetzt mal einen Shaver-Eis. Das wird ja gerade geshaved, fresh, in so einer Maschine. Funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ja, so sieht das aus, wenn es fertig ist. Das ist natürlich jetzt nicht das beste Shave-Eis auf der Insel, das hatten wir ja schon auf der anderen Seite. Aber das soll auch ziemlich gut sein, hat 4,7 Sterne, also weit über Average. Jetzt gucken wir mal, wie das schmeckt. Das ist eigentlich schon fast Abendessenszeit, aber noch nicht. So, wir haben auch noch das Shaved Ice, ich jetzt auch. Ganz schöne Zuckerfarben. Mist. Aber müsste schmecken. So, durch im Shaved Ice. Und jetzt fängt das hier richtig an zu regnen. Das Coole war, dass hier Rainbow Drive-In ist. Und da war genau gerade ein Regenbogen dahinter. Ja, das Shaved Ice, ne? Das war bei weitem nicht so gut als wie das, was ich schon mal hatte von der anderen Seite auf der Insel. Der Geschmack war irgendwie ein bisschen künstlich. Also schmeckt alles irgendwie nach Skittles und sowas. Und auf der anderen Seite schmeckt das richtig nach Frucht. Aber gut. War auf jeden Fall trotzdem gut. Dehydrierend. Nee, hydrierend, actually. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was wir noch machen. Wir haben, keine Ahnung, 6 Uhr? Nee, 6:30 ungefähr. In einer halben Stunde geht es dann unter. Ist natürlich überall ein bisschen Verkehr. Und wir sind mitten in den Honolulu, von daher. Muss ich jetzt mal checken, was geht. So, es geht jetzt für mich nach Hause, 5 Minuten vom Sonnenuntergang, überall regnet es, aber der Stau ist, da ist
soll kein Stau sein auf dem Weg nach Hause. Und da habe ich den Matthias jetzt einfach abgesetzt, der muss noch was essen und ich muss auch noch was essen, aber ich habe ja noch so viel zu Hause, von daher mussten wir jetzt nicht unbedingt essen gehen. Und wir planen ja morgen noch mal ein Bierchen zu trinken und irgendwo essen zu gehen, denn morgen ist ja schon der letzte Abend von Matthias. Der reist ja am Freitag ab und zwar schon sehr, 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 sehr früh. Ich glaube, er muss um 5 Uhr am Flughafen sein. Da geht er aber von seinem Hotel hin, denn das wäre für mich eine Katastrophe, da den abzuholen um 4:30 oder 5. Morgen geht er schnorcheln um 2 und da gucke ich nochmal, ob ich da nicht auch noch ein Ticket bekomme. Kostet, glaube ich, $75 und dann dauert 2,5 Stunden, dann schnorcheln wir dann halt mit mindestens Seeschildkröten. Da hätte ich auch Bock drauf. Also muss man irgendwie gucken, dass ich dann nicht total verbrenne, wenn ich das mache. Aber wenn ich dann noch ein Ticket bekomme, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Und dann halt morgen Abschluss, Bierchen essen und dann ist Matthias wieder weg. Dann habe ich noch einen Tag frei und dann... vielleicht muss ich ja Samstag arbeiten. Das Schedule hat sich ja schon wieder geändert. Also eventuell arbeite ich Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, was cool wäre. Ab nach Hause. Sonne geht fast unter. So, schon ziemlich spät, kurz vor 9. Lien treibt sich immer noch irgendwo rum. Und ich mache mir jetzt hier das restliche Essen warm mit Sahne. Das habe ich verfeinert, Salz, Pfeffer, Paprika, Garlic und Zwiebel. So, das gibt es zum späten Abendessen und dann kann ich nicht duschen. Wie sind Sonne habe ich abbekommen schon wieder.